Am letzten Wochenende im September war es wieder so weit. Grosser Alpabzug in Kerns mit rund 250 prächtig geschmückten Kühen. Dazu Geissli, Schafe, Blunderwagen mit allerhand Helfer sind durchs Abwaldner Dorf gezogen. Am Strassenrand hat man mit verschiedenen Musik- und Gesangsformationen tüchtig für Unterhaltung gesorgt. Daneben hat man Gutes von den Alpen können probieren, wie Käseschnitten, küstiges Gebäck mit Rahm und Anken, feine, hausgemachte Würste und natürlich Alpkäse in den unterschiedlichsten Varianten. Hier auf Telezentralschweiz Telenapfgesender in den nächsten rund 30 Minuten ein bunter Ausschnitt vom 5. Jubiläums-Alpabzug in Kerns. Wir wünschen dazu viel Vergnügen. Tausende von Besuchern aus der Region, aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland haben sich das urchige Brauchtum nicht entgehen lassen und sind schon früh am Morgen in die prächtig geschmückte Abwaldner Gemeinde gereist. Schöne Kamera! Gerade stramm ins Bild marschiert Neunermusik von Kerns. Hinter dem Heuwagen kommen auch schon Jungjutzer Abwalder. Es kommentiert für sie der Berti am Schwan. 36 Jugendliche und diese Formation die gibt es jetzt schon 9 Jahre. Herzlich willkommen und einen grossen Applaus von unserer Seite. Dann kommt der Feldkarri mit seinem schönen Gespann. Und dort drauf haben wir diesen Gäste von Gossau. Der Regierungsrat Paul Federer ist selber von Gossau und er hat den Kontakt zu uns Kernser hergestellt. Wir haben kennen, auf den 1.9. hat eine Delegation ca. 160 Personen von Kerns dürfen zu Gossau die Bundesfeier feiern. Kernser dient sich in diesem Zusammenhang noch einmal herzlich bedanken für die grosse Gastfreundschaft, die wir zu Gossau erleben durften. Die Stadt Gossau hat euch das Wasserspiel beim neuen Kindergarten bedacht. Das tue ich nachher noch später namentlich erwähnen. Inzwischen ist der Durwaldi mit dem Geissensenten, mit der Pia, eingetroffen. Wir haben hier gemsfarbige Gebirgsgeissen, wir haben Sahnengeissen und haben Toggenburgergeissen. Und hinterst dran ein schön prämierter Toggenburger Bock. Herzlich willkommen. Und das geht ja Schlag auf Schlag. Da kommt noch der Plunderwagen, der Rudi mit dem Rapid und das ganze Plunderfutter. Wenn der alle durch ist und der Plunder daheim ist, dann kann man den wieder einpuffen daheim. Herzlich willkommen! Das ist ganz ein urchiger Plunderwagen mit aller Rüstung, sogar die Hände haben sie drauf oben. Ich möchte noch zurückkommen zu unseren Gästen von Gossau. Ich darf namentlich begrüßen den Stadtpräsident, der Alex Briewiler, mit seiner Frau. Stadträtin Gabi Kratz-Gubser mit ihrem Mann und der Stadtrat Stefan Lehnherr mit seiner Frau. Noch einmal herzlichen Dank auf Gossau in die schöne Ostschweiz. Und natürlich noch zwischendrin haben wir jetzt noch gehabt, die Jodlergruppe Schlierental von Altnach, die uns dann an verschiedenen Orten, wie alle die musikalischen Unterhalter, ein Ständli bieten. Danke jetzt schon vielmal. Als erstes Feesente tue ich schon langsam ankinden. Die Alp Kesele mit dem Sentum
von der Familie Plättler Sepp Riti. Ein Biobetrieb und Kühe mit Horn. Beim Senden haben wir den Sepp und den Berti Plättler von der Riti mit den Jungen Pirmin und Corin, mit dem Fabian und Daniela und den Brüder der Riti Toni. Wir haben hier dabei den Hund Rex. Der Hund Rex, der ein ganz guter Treiber ist. Im Senden sind 16 Rickreizungs-OB, Zweinutzungskühe und ein Ziehrind. Maisrinder bleiben auf der Alp bis zur Fehzeichnung. Keselen ist mit 38 Hektaren die grösste Voralp in der Alpgenossenschaft Kenz, außerhalb der steinernen Brücke. Der Riti-Toni kommt mit den Kalbern hinten drauf. Hat hier ein paar Kalber auf der Alp, eine schöne Kalbeli, OB-Kalbeli. Besonders der Alpler Sepp ist hier zum 50. Mal auf die Alp gegangen. Das heisst, mit 14-jährig war er im mittlersten und obersten Geschwend und hat gesagt, er habe mit dem Brändli die Milch ins unterste Geschwend abgetragen und dann so viel Retour genommen. Der Käse damals im untersten Geschwend war für viele heute noch der bekannte Gitschbius. Der Gitschbius, der seiner Lebtung zu Alp ist und immer in der Ponyhütte, im Ponyhütli, das Melchsee gealpert hat. Die drei Kälbchen, die wir jetzt auf dem Wagen haben, die sind hier auf der Wilde geboren. Und die Wilde hat Käselehütte zum Melchsee. Das ist die letzte Hütte, bevor man nachher zum Tannendamm hinterher kommt. Jetzt kommen die Schafe, die haben ein bisschen die kleineren Trinkeln. Schafe, die auch ganz wichtig ist in unserer Kultur, weil die Schafe sind eigentlich älter wie die Kühe. Man hat früher mehr Kleintiere auf den Alpen gehabt, also sprich Schaf und Geiss. Und jetzt kommt der Toni und der Rita Habermacher mit der Töchter Sarah und Nina, mit dem Hund Nora und zuhinterst haben wir den Hund Manni, das sind ja die guten Hirtenhunde, die ganz guten Hunde, die man zum Schaftreiben hat. Wir haben da herzlichen Applaus, ganz laut, herzlich willkommen im Tal. Bei den Schafen haben wir die Schafrasse WAS, das ist das weiße Alpenschaf. Und da haben wir gesehen, ich habe SBS dabei, das schwarz-braune Bergschaf. Das weisse Alpenschaf ist traditionell das Schaf von unserer Gegend. Wir haben früher Lampiorenschaf, Landrassenschaf und haben die in den 60er Jahren eingekreuzt mit französischen, unter anderem Ile-de-France-Rassen, damit wir ein bisschen mehr Fleisch am Stotzen haben. Die Schafe sind gealpert worden auf der Alp 4 in Engelberg. Die Alperi hat mir gesagt, sie haben ganz einen guten Sommer gehabt. Sie haben nur einen Abgang müssen verzeichnen von einem Lamm. Und werden und sterben in der Viehhaltung, das ist Gott gewollt. Und dann sagt man, es ist gut, wenn man nicht viel Abgang hat. Wenn die Schafe in dieser Balminne sind, hast du fast das Gefühl, es gäbe ein biblisches Bild. Und in diesem Sinn ist es auch ein Kontrast, weil wenige Meter davon geht ja die Autobahn am Wichelsee an, wo die grosse Hektik ist. Und siehst da 200 Meter nebendran, ist eine Idylle, eine Ruhe. Und da sind die Schäfli jetzt auf der Herbstweide. Vor uns kommt jetzt ein herziges Bärli, ein kleines Mandeli. Und nebendran Tische Jast. Der Jast ist eine Alpenvoralp mit 17 Hektaren am Fuss von der Melchsee Frutt. Ja, herzlich willkommen. Geben wir einen grossen Applaus, noch ein bisschen kräftiger. Im Jastzenten haben wir 16 braune Rickreizungskühe.
Der Zug geht langsam wieder Richtung Originalbrunfee. Ein Zweinutzungstyp, der wieder mehr Fleisch dran hat. Wir haben dabei 8 Rinder und haben noch 4 Toggenburger Geissen mit 3 Gizzi. Vielleicht zur Alp Jest. Die Jest ist gut gräsig und ist vor allem jetzt in den letzten Jahren durch die Pistenkorrektur stark entsteinert worden. Man konnte die Alp mit Wasser auf den Weiden versorgen. Das sind eben die guten Synergien vom Tourismus und Altwirtschaft. So muss und darf es sein, dass man geben und nehmen kann und voneinander profitieren. Von wo sind Sie? Ich komme aus Luzern. Klingt total so. Und wie gesagt, ich habe Besuch mitgebracht. Meine Nichte aus Deutschland, die wollte sich das mal anschauen. Das interessiert sie, so wie das hier abläuft. Wir sind jetzt ja gerade am Anfang. Wie gefällt es Ihnen? Sie sind extra aus Deutschland hier gekommen. Von wo denn? Ja, wir kommen aus dem Saarland, aus Saarbrücken und sind extra wegen dem Almabtrieb hierher gekommen in die Schweiz, weil uns das so schön gefällt und die Tradition, wir lieben die Tradition der Schweiz. Ja. Sie auch aus Deutschland? Auch aus Saarbrücken, ja, wir sind zusammen in einem Auto gefahren. Ja, wir waren aber letztes Jahr auch schon mal hier und es hat uns ausgesprochen gut gefallen, da kamen wir gerne nochmal wieder. Was gefällt Ihnen hier besonders? Ja, das ist das Urige, das ist einfach das Urtümliche. Wir sind sowieso beide naturverbunden, sind mit Tieren groß geworden und das ist einfach halt wirklich diese ländliche Urtypigkeit. Das macht Spaß, das ist schön. Bleiben Sie länger hier? Leider nur bis Sonntag bleiben wir hier. Aber die Tante wohnt ja in Luzern und dann haben wir oft die Möglichkeit, hierher zu kommen. Gut, danke vielmals. Gerne. Ciao. Jetzt kommt Alpfeldschi Furmat mit dem Sentum und dem Alpvogt vom Kunz Sepp. Wir haben hier eine Fee, wo der Bauer Sami, Burgweise Bärfangstalden, Riebli Roman Riesegstalden, Bruno Britschki Brentstalden, Sigerisch Kurt Lanzenmattstalden, der Ambros Epp von Hinterbrände Gieswil, der Fomos Wiese Sagamal Zachsle und der Kunz Sepp vom Murhof Wielen. Alper Joel Martin von Oberdorf hat hier das 5-Jahr-Jubiläum. Er ist zahlt mit der Freundin, mit dem Käsli Heidi von Beckeried. Heidi ist aktuell im 3. Lehrjahr als Landwirtin, als Zweitausbildung beim Sigerist Kurt. Beim Senten sind 36 Kühe, 7 Kalber von der Rasse Braun Swiss, Swiss Fleckvieh, Simmental, ROB Rickreizig auf Originalbräunfee. Ein schönes Senten, ein ganz schönes Senten. Der Alper hat mir gesagt, nach schwerem Unwetter, Anfang Sommer, haben sie ganz eine schöne Alpzeit dürfen verleben. Ich denke, die schweren Unwetter haben wirklich auch zu tun mit dem Dauerthema Klimaveränderung. Und hier sind die Alper sehr zufrieden mit ihrem 3-jährigen, ich würde fast sagen, noch fast neuen Laufstall. Ein Laufstall, der in der Arbeitsablauf sehr, sehr gebig ist, weil musst keine Kühe mehr anbinden, kannst sie reinlassen, kannst sie unter dem Tag drinnen haben, am Schatten. Sie können in die Liegeboxen liegen. Und mir hat doch letzte einen alten Bauer gesagt, wo wir so miteinander im Stall gestanden sind. Er glaubte doch, eine Kuh wird eigentlich für sich ein Laufstall.
Danke. Wir haben Verkäufe selber gemacht, packen die Ware von der Abra-Gruppe Obwalden. Was heisst selber gemacht? Wer hat das gemacht? Das sind ein paar Mamis und dort haben sie selber backen und machen auch Apero und so. Weißt du, wie sie heissen, die Mamis? Christine, Irene und. Und wie heissen deine Kollegen, die da mithelfen? Das ist der Lukas. Und das ist der Nico. Und jetzt einen ganz grossen Applaus am Sente Riegarten Jubiläum. Fünfmal schon dabei. Danke vielmals und bravo! Sehr innovativ, da kommen die Jüngsten schon mit ihren Plunderwägeln. Das ist doch wunderbar, ein schöner Blick, ein Anblick. Wir haben in diesem Senden 26 Braunschweizkühe, eine Redholsteinkuh als Farbtupfer. Und ich habe noch gesehen, ein Jersey, die kleinen Kühe sind auch vertreten. Ein Jersey-Kuh ist auch dabei. Wir haben im Riegarten dieses Jahr die Alpauffahrt gehabt. Wollte ich auch einmal sagen, am 25. Mai. Sie haben innen eine gute Alpzeit dürfen erleben. Und Milchverarbeitung ist beim Sam Bucher zu Kerns. Und danach, wenn sie auf die Wilde gehen, ist die in der Käserei zu Tannen. Die Zuftermauers haben hier ganz besonders Glück gehabt im Stall. Sie haben 4 Zwillingsgeburten innerhalb der letzten 4 Wochen dürfen erleben. Daraus hat es 3 Kuhkalbeli und 5 Stierenkalbeli. Noch einmal Glück im Stall. Überhaupt, wir wünschen allen, die hier sind und auch allen übrigen Eltern und Bauern immer wieder Glück im Stall. Vielleicht noch zum Riegarten. Der Riegarten ist direkt oberhalb vom Dorf Melchtl. Das ist eine Alp, wo relativ viel Arbeit gibt. Sie ist 11 Hektare, hat eigentlich auch noch einen grossen Heimatteil und bedingt eigentlich viel Handarbeit in der Arbeit, die man heimen muss und weinputzen muss. Es ist relativ streng, hat auch nasse Teile drin, aber gleichwohl eine gute Alp. Drinnen hat man eigentlich einen relativ komfortablen Niveren, ich könnte sagen, einen Niveren Alpstall, wo man rationell und gut arbeiten kann. Das habe ich gerade gesehen, in der Nähe von mir hat jetzt der erste Pfeifen angezündet. Das ist wunderbar. Hat es Durst gegeben? Jawohl. Gehört dazu, he? Das gehört dazu, ja. Und was ist das, Süssmast? Das ist ein nationales Obwalder. Was machst du? Und wer hat da so Durst gehabt? Wie heisst er? Ich war auch ein Nachkommen vom Bruder Klaus. So. Sogar? Ja. Ja. Und der Name? Vorfeld Niklas. Und meine Frau heisst auch gleich wie am Bruder Klaus, seine Frau. Muss man sich auch einrichten, oder? Wenn man schon nachher. Ja, jawohl, ja. Ändert ein bisschen etwas vom Charakter oder hat sich das ein bisschen verwachsen? Mal schon ein bisschen. Mal, ich glaube drauf. Mal. Danke vielmals. Bitte. Hey, das geht ja Schlag auf Schlag. Jetzt kommt Rinderalp mit dem Sentum von Franz Windli vom Sagen Franz. Herzlich willkommen. Geben wir einen grossen Applaus. Geben wir einen grossen Applaus am Zehnten von Ursi und von Franz, Sagen Franz. Beim Zehnten dabei ist das Alperpaar, der Windli, das Windli Ursi und der Franz. Und auch sie sind zum 5. Mal dabei. Shelly Maria ist heute dabei von Holzen Peul und Tonnelis. Die Guller Alexandra, der Wurstler Roman, Dürr Nadia, der Vorrat Martin, mit dem David und mit dem Manuel. Auf dem Mottrack, Jahrgang 1959, haben wir den Sitzepp. Und der Sitzepp, der kann gleich Jubiläum feiern. Der wird am 9. Oktober 70. Der jung aussehende Sitzepp wird schon 70.
Beim Naldi Bucher am Stand, da läuft es tiefig. Schon wieder kommt eine Sammelbestellung. Habt ihr Hunger? Wir haben Hunger, ja. Ist alles für euch? Nein. Wir teilen es. Teilen. Was habt ihr hier alles? Das ist ein Brotkäse. Ja. Ja. Schon probiert? Mal. Schon manchmal gehabt, ja. Das gehört dazu, so einem Anlass. Und wo kommen die? Von Kärnts. Wir haben gehört, der Brotkäse sei gut. Was, auf was muss man da schauen beim Zubereiten? Dass er gut durchgebacken ist, das ist das Wichtigste nach dem Ende. Und guter Käse. Aha. Von wo haben Sie den Käse? Ja, kommt aus der Region. Natürlich, hä? Haben Sie Stress? Jawohl, jetzt müssen wir das schauen. Es wird nicht erwarten, oder? Herzlich willkommen am Alpsente von der Lindere. Geben wir einen warmen, herzlichen Applaus. Ich möchte noch den Friedel Hans und den Lady Hubi auch noch begrüßen. Ich habe gesehen, dass sie auch beim Senden dabei sind. Beim Senden dabei haben wir 14 Braunschweiß-Kühe. Wir haben sehr vielseitige Herden. Wir haben ein Jersey, ein Red Holstein, haben 15 Rinder. Und als Spezialität, das haben die aufmerksamen Zuschauer sicher schon gesehen, sind 13 alte Graufee-Mutterkühe vom Zuin. Die Kühe sind im Moment ohne Kalber. Sie machen mit im Naturawil-Programm. Das heisst, nach dem Abkalben sind die Kälbli 5 Monate bei der Mutter. Und somit ist das eigentlich die natürlichste Form von einer Kalbermast. Die Rinder und die Mutterkühe sind im Sommer zu Tempelsmatt. Das ist beim Parkplatz Zahn auf dem Milchsee Frutt. Die Milchkühe bleiben über den Sommer auf Lindern. Wir haben da noch so diskutiert über die Gefahren der Alp. Wir haben Schrattenlöcher auf der Frut und der Erwin hat mir gesagt, dass er hier eine Kuh in einem Schrattenloch reingeht, ist abgekehrt, hat aber zum Glück gerettet werden. Man hat oben auch einen guten, wie überall, einen trockenen Alpsommer und das hat für sie extrem viel Weidepflege bedeutet. Dank dem Einsatz der ganzen Familie hat viel Bergheil in der Lindere gemacht werden. Bergheilflächen sind 3,5 Hektare, Lindere Burg, Kleinalpali und Grossalpali. Milch geht auf Sami Gleiser zur Käserei Windlin AG, wo sie zu gutem Sami Gleiser und Sprienzkäse verarbeitet wird. Die Alpauffahrt war am 25. Mai. Besonders der Hund Bello ist mir gesagt worden, sei ein guter Treiber mit Betonung auf nach Lust und Laune. Lindern ist auch speziell noch ein gross bezogener, vielfach benutzter Startplatz für Gleitschirmflieger. Hier auch hier trifft sich wie an vielen Orten Freizeit und die Alpwirtschaft. Und man schaut natürlich auf ein gutes Einvernehmen. Und soviel ich gehört habe, sind Gleitschirmflieger gut organisiert und passen sich sehr gut an in die Alpwirtschaft, an die Belangen, dass sie dem auch entgegenkommen. Sie haben sich schon aufgestellt, hier auf dem Kreisel. Ein Ständchen zwischendurch ist immer willkommen. Viel Vergnügen mit dem Jadlerclub Schlierental. Auch nach. Wie es glänzt im Leben.
Das ist jetzt ganz, ganz schnell gegangen. Die haben jetzt gerade noch eine Kreize, die Senten. So kann es sein, so muss es sein. Beim Senten dabei, da haben wir den Reinhard Martin mit der Frau Janita, mit den Kindern Andreas, Tania und Martina. Wir haben mit Jane für uns, die Kleinen. Da haben wir den Lehrling, den Tour Lukas vom Leifholz. Die Knechte sind der Ecker Adrian und der Rohr Marco. Und irgendwo ist noch der Hund Zina dabei. Geben wir einen herzlichen Applaus am Senden vom Walsli. Am Senden ist auch noch der Strassentress, habe ich auch noch gerade gesehen. Die Helfer sind auch viele Helfer dabei. Jetzt mit dem Senden haben wir 20 Braunschweizchen. Reinhard sind der traditionelle, ganz traditionelle Braunfeezuchtbetrieb mit dem ausdrücklichen Anliegen auf Braunfeezucht. Wir haben jetzt Rinzita speziell dieses Jahr. Das hat Zwilling bekommen in der Alpine. Und da wünsche ich mir auch von hier aus Glück im Stall. Das Walsli ist eine gut geführte Alp direkt oben im Kloster Melchtel, oben im Dorf Melchtel. Es hat idyllische Ecken, durchsetzt von vielen alten Bergahornen. Und unterteilt ist es durch uralte Natursteinmauern aus der Zeit des Klosterbuitinnen. Der Alpauftrieb war am 7. Mai. Und hier sind zum ersten Mal 9 Kühe über Sommer im Walsli geblieben. Die restlichen sind auf die Wilde gegangen, auf die Hochalp Tannen. Vor einem Jahr haben sie daheim im Feldli den neuen Laufstall dürfen beziehen. Es ist jetzt, glaube ich, gerade ziemlich genau ein Jahr. Und das hat natürlich verschiedene Abläufe verändert, auch vereinfacht. Die Altwirtschaft Walsli ist ein typischer Familienbetrieb aus zig Generationen Reinhard mit Überlieferung und Überzeugung. Der Milchkäufer ist der Sam Bucher. Hier jetzt kennt und auf dem Heimbetrieb haben sie auch noch einen Milchautomat. Der wird rege benutzt. Und da sage ich Sie besten Dank an alle Konsumenten, die Sie dort berücksichtigen. Im Senden haben wir jetzt auch ganz spezielle Arnold-Trinkel gehabt, also ein eher neuerer Hersteller, Macher von Trinkel. Und noch etwas, die Lieblingsbeschäftigung vom kleinen Andreas. Das ist Handeln. Handeln heisst Aristen beim Melken. Umso schöner, dass schon bereits wieder die nächste Generation von jungen Bauern und Älplern anwachsen.
Und wieder hat es Hunger gegeben. Für wer ist es? Für euch? Nein, das ist für meine Freunde. Ja, die sind selbstlos. Ich habe schon einen Kuchen gehabt. Ah, genau. Das passt natürlich nicht zusammen, süß und so. Nein, später nicht mehr. Einen guten Abend. Ja, danke vielmals. Schönen Tag. Gut, Pia, hast du es im Griff? Ja, ja, voll und ganz. Hast du gesehen, die hinten ist ein bisschen verbrannt? Ehrlich? Nein. Das ist keine verbrannt, das ist alles gut. Ja, wenn es voll im Griff. Kannst du uns das Rezept von deiner Käseschnitte verraten? Wenn dein eigenen Brotkäse, den wir drauf haben, dann ist wirklich genial. Eure eigene von wo ist der? Von der Frut. Von der Frut? Ja. Und die verkaufen ja noch ganz andere Sachen. Was verkaufen die noch? Also Direktvermarktung und Kuchen und einfach was wir selber machen. Ja. Alles selber gemacht. Habt ihr lange gehabt, bis es so weit war? Ja, es braucht einige Stunden zum Vorbereiten. Das ist so, ja. Gut, danke vielmals. Als nächstes Enten kommt das Alp-Oberst Gschwend mit dem Sentum durch Hans Oberisteck Wieserle. Ich glaube, ich kehre Trinkle schon. Langsam kommen sie. Beim Senten haben wir der Durhans und Sonja. Mit den jungen Maya und Julia, mit dem Hans und dem Ueli. Weiter sind der Bier, der Rudi, der Markus, Michel und Sera. Mit Durres haben wir eine traditionelle Alplerfamilie mit dem ganz entscheidenden Alpgeist und Alplervirus. Im Senten sind 20 Braunswisschen, 5 Ziedrinder. Und ganz speziell, der Hans hat diesen Sommer zum 25. Mal zu Tannen gegalbt. Herzliche Gratulation und noch viele schöne Alpsommer im Kreis von deiner Familie, Hans. Und jetzt geben wir einen grossen Applaus am Senten Alp-Oberst Gschwend. Geben einen grossen Applaus. Klatsche die Leute. Noch ganz etwas Besonderes. Wir haben hier eine Reifkuh im Senten. Eine Reifkuh ist eine weiss gefleckte Braunfeekuh. Und das Spezielle ist, dass die Maya und ihre Reifkuh miteinander Geburtstag haben. Speziell ist auch der Talbetrieb, der Obersteck. Das ist an der Nidwaldner Grenze. Und die Alpweiz hinterst die Tanne. Die zwei Weiden sind gut und gern 50 km auseinander. Und das wird alles jährlich zweimal zu Fuß zurückgelegt. Und jetzt tue ich euch wieder ansagen, unsere Unterhaltungsformationen. Wir haben eins vorbei. Im Auftritt Kreisel sehe ich die Ninermusik. In der Krone hatten wir geplant das Alporn-Duo Peter und Sepp. In der OKB die Jodlergruppe Schlierental. Und im Turm haben wir unsere jungen, lieben Jungjutzer. Viel Vergnügen. Und wie gesagt, also das Grossächerli Senten kommt im Sturm, das kommt relativ schnell, kommt das auch oben ab. Die sind gerade so an den Vorbereitungen für das nächste Stück. Wer sind ihr? Wir sind Ninermusik für Kenz. Ja, und was sind da für Kollegen? Wie viele sind ihr? Neun Stück. Und wie heisst es? Könntest du gehen? Gehen wir Reihen an. Also, dann ist der Roger. Das ist der Richi, das ist der Anisha Roche, das ist der Peter, Gabriel, das ist Markus, Anne Markus, und mein Name ist Rudi. Tipptopp. Und was hören wir jetzt für ein Stück? Zum Rosenburg. Danke vielmals. Ich kann den Erdbeeren, die wir träumen, auch den Erdbeeren, 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 den Erd
Wenn oben der Schwingend ist, wenn oben die Tauberwahlen sind, dann ist es oft so, was im nächsten Tag...